Jetzt wird gekocht. Und zwar machen wir ein Rinderfilet mit Maronen, Rosenkohl, rote Beete. Und auf den Rest seid gespannt. Das Fleisch haben wir pariert, haben die Sehnen quasi weggenommen, haben es portioniert. Da haben wir jetzt 4 Stück drin, weil meine Gäste kommen natürlich nachher. Und dann Kräuter, Knoblauch, Olivenöl, alles Ganze mariniert. Und durchs Vakuumieren können die Aromaten richtig toll einziehen ins Fleisch. Das kommt jetzt ins Wasserbad für circa eine Stunde. Und später braten wir es dann richtig kross auf der Grillplatte. Kartoffeln schäle ich jetzt und danach werden die geviertelt und werden ganz klassisch gekocht. Ein bisschen ausdämpfen lassen und dazu machen wir noch leckere Nussbutter. Das heißt, die Butter wird im Grunde ein bisschen angebrannt. Das heißt, die Molke setzt sich ab und wird nussig. Das heißt, die Butter ist schön goldbraun und die geben wir dann zu unseren Kartoffeln dazu und machen dann richtig schön einen Kartoffelstamm. Unser Fleisch haben wir fertig, das Gemüse haben wir geputzt, blanchiert und lecker gemacht. Was denkt ihr? Wie lange habe ich hierfür benötigt? Denn auch diesmal könnt ihr was gewinnen. Folgt dem Instagram- und Facebook-Account von Degussa Watches und gebt euren Like und ganz wichtig, euren Kommentar unter das Video. Ich hoffe, ihr habt jetzt richtig Bock auf Silvester, denn jetzt richten wir unser Gericht an.